Die scharfe Power, jetzt kommt die scharfe Power, jetzt kommt die scharfe Power. Oh, weg, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hallihallöchen, liebe Minecraft-Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Bed Wars und auf jeden Fall habe ich eine kleine, ja, Challenge mit dabei. Erstmal eine kleine Geschichte, nämlich, bevor ich euch sage, worum es geht. Na gut, ich kann schon mal ein Stichwort sagen. Ich bin heute der Hirte. Budumtsch. Mal schauen, was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Nee, aber auf jeden Fall, kleine Geschichte. Ich muss mal eben meinen Frust von der Seele reden. Und zwar, ich habe gerade eben so eine Runde auf Karawan aufgenommen. Und, es lief ganz gut, muss ich sagen. Ich habe von Milchpubi die Challenge bekommen, dass ich die Betten bei den Gegnern mit Schafen abbauen soll. Sprich, ich soll da ein Schaf rüberschicken und dann halt durch diese Schafe soll das Bett kaputt gehen. Auf jeden Fall ging das Bett aber nicht kaputt. Ich habe den Gegner wunderbar mit Truhen am Spawn eingebaut. Das heißt, er konnte dann nicht weg, ist dann auch vor Frust geleftet. So, dann war ich mit den Schafen alleine, hab halt probiert, das Bett in die Luft zu jagen. Auf jeden Fall ging es nicht. Da rufe ich Milchpubi an. Milchpubi, was jetzt? Dann hat er so gesagt, ja, dann macht das so, wenn Gegner Steine vor dem Bett haben, dann bau doch die Steine damit ab. Sodass überhaupt noch was mit den Schafen zustande kommt. Ja, habe ich dann mir auch als Challenge gesetzt. Dann bin ich halt zum anderen Gegner gerannt und habe folgendes gemacht. Ich war bei ihm drüben, war eigentlich schon so gut wie am Bett dran, wollte gerade die Schafe legen. Plötzlich kommt ein Zweierteam aus dem Hintergrund und tötet mich, obwohl sie auch, muss ich sagen, durch ein Schaf von mir erstmal wieder nach hinten zurückgetrieben wurden. Aber dann kommt das Team einfach und tötet mich. Und der Typ, den ich eben gerade noch auf seiner Insel besetzt habe, der Typ rennt zu meiner Basis und baut mein Bett ab. Mann, das gibt's nicht. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich ja in Minecraft der Oberpro bin. Na gut, das habe ich zum Glück nicht gesagt. Nee, aber ich habe da vorhin auch in SG ein schönes Zitat gelesen. Da hat einer geschrieben, warte, wie war's? Was hat er geschrieben? Werden die Gegner immer besser oder ich immer schlechter? Und darüber kann man echt mal nachdenken. So, und oh weia. Was geht denn hier ab? Ey! So, der ist down. Der ist down. Boah. Ja, aber wir haben doch hier noch Gegner bei uns. Lass das. Wer gehört denn jetzt nicht zu unserem Team? Ach, Rot gehört nicht zu uns. Okay. 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 Und ich dachte mir heute auch mal, ich spiele auf einer anderen Karte. Nämlich auf Desert. So. Aber das soll auch gar nicht die Challenge, die ich gerade genannt habe, für heute sein. Aber eine ähnliche. Denn ich habe mir gesagt, wir könnten es ja so machen, dass ich so eine Art Hirtenrolle einnehme, sprich halt viele Schafe verwalte. Da habe ich mir gesagt, man könnte sich ja sagen, ich hole mir 30 Schafe, 30 Stück und werde dann mit denen auf einmal angreifen. Das heißt, die auf einen Schlag rüberhauen zum Gegner und ja, einfach nur aus Spaß und Tollerei und ich muss halt probieren, wirklich 30 Schafe irgendwie zu bekommen. Ob ich das schaffe, ob ich die bekomme, mal schauen. Mal kicken. So, wir haben 12 Eisen, cool. So, kommt da gerade ein Gegner? Nein, zum Glück nicht. Dann kaufe ich mir mal eben hier so einen schönen Lederhelm und eine Lederhose und auch Lederschuhe. So, und die Steine nehme ich liebend gerne wieder mit. Ja. Was kaufe ich mir nun? Nahrung. Nahrung wäre wichtig. Dann, Blöcke. Blöcke, natürlich. Natürlich, natürlich. Und eine Spitzhacke. Die darf auch nicht fehlen. So. Dann kaufe ich mir schon mal ein paar Schafe. So ein paar. Schon mal eins. Schon mal zwei. Schon mal drei. Schon mal vier. So, jetzt wechsle ich das mal darauf. Dann das dahin, das dahin. Wir haben schon wieder 3 Gold, 4 Gold. Ach toll, dann können wir ja schon bald ein Eisenschwert davon kaufen. Fantastisch. Und auch den Block nehme ich hier mit. Unser Bett ist leider nicht ganz so toll zugebaut. Naja, wollen wir mal hoffen, dass kein Gegner mehr hoch rüberkommt. Oh, jetzt kommen da ein paar. Geht aus dem Weg. Oh, oh. Die können ein ernsthaftes Problem werden, wenn die nochmal in so einer Formation angreifen. Das war ja gerade 5 Leute auf einmal oder so. Das war gerade schon sehr kritisch.
Aber, naja, wir haben es geschafft. So, ich hau mir hier mal ein Schwert hin für den Notfall. Bei einer Truhe kaufe ich mal. So, da kommt ein Schwert rein. Und da kommt ein wenig Eisen rein. Und nochmal Eisen, dann kann ich... Ach, ich kaufe mal eben ein wenig Nahrung fürs Team ein. So. Perfekt. Team Rot rusht aber echt krass. Also, das ist übertrieben stark. Wir haben ein starkes Team erwischt. Naja gut, aber wir haben ein gutes Abwehrteam. Oh, war ja. Ja, einer weniger. Okay. Wir müssen die alle mal ein wenig von der Mittelplattform runterkriegen. Da kommen ja immer neue nach von Team Rot. Da kommen immer neue. Wo ist denn die Nahrung hin? Ach, habe ich in der Truhe gelassen. Oh. Na gut. Der ist schon mal tot. Dann gehe ich mal hier hoch. Und schaue mal, ob da noch ein wenig Gold liegt. Und oh ja. Da liegt Gold. Auch wie viel? Warum kommt... Da geht einfach mal keiner hoch. Na gut, haben wir halt 6 Gold mehr. Top. So, der ist down. War da gerade noch jemand? Nein, da war gerade keiner mehr. 30 Schafe, das sind natürlich schon viele. Dann gehe ich mal lieber wieder zurück in die Base. Denn dafür, darauf muss ich noch ein wenig sparen. Noch ein wenig stark sparen. Warum liegen hier Lehmblöcke? Warum? Das Bett von Team Rot wurde zerstört. Was? Nein, ich wollte auch noch die Schafe rüberschicken. Oh, der eine räumt jetzt so übelst auf. Ich hätte da eben gerade nicht mithelfen dürfen. War zwar GG. Aber ich habe meine Challenge nicht geschafft. Nein. Ja gut, dann probiere ich die Challenge einfach nochmal. Auf einer anderen Karte. Ich habe da auch schon eine im Kopf. Und ja, dann bis gleich, Leute. Okay, wir sind auf der Karte Caravan und ich denke, die Karte könnte sich für die Challenge gut eignen. Einfach nur deswegen, weil wenn die anderen Leute aus dem Spiel ausscheiden, dann haben wir dadurch einige Inseln, wo wir immer und immer wieder Leben abschöpfen können. Nicht wie eben gerade, wo wir nur eine Gegnerinsel haben und eine eigene Insel, wo alle natürlich auch noch selber Steine von kaufen möchten von der ganzen Bronze. Nee, aber ich denke mal, die Karte hier ist dafür perfekt geeignet. Naja gut, schauen wir mal. Wir bauen uns schon mal rüber in die Mitte und geben einfach mal unser Bestes. Aber ob das reicht? Mal schauen. Mal schauen. Wir haben eine Stunde genau Zeit, um das irgendwie zu schaffen. Und oh, der von Team Blau, der ist schon irgendwie geleftet. Huh, runter mit dir. Und runter mit dir. Oh, nein. Läuft jetzt rüber? Ja, er läuft natürlich rüber. Alles klar. Hallo. Runter mit dir. Runter mit dir. Na klasse, na klasse. Als ob es nicht schon schwer genug wäre. Oh. Einer weniger. So, der läuft darüber. Alles klar. Das ist gerade eigentlich eine perfekte Situation. Eine perfekte, um irgendwie aufzuräumen hier in dem Fall. Warum töten die sich nicht? Ich stoße schon wieder auf so ein Team. Immer diese Bed Wars Teams. Ich hasse sie. Ich hasse euch über alles, eure Teams. Ihr mal mit euren Teams. Boah. Schön. Das war die Strafe dafür. Und so reagiert man sich da auch vernünftig dran ab. Erst wenn man so die Gegner so ein wenig darüber plättet. Meine Güte, endlich mal ein Team hier rausgekickt. Das gibt's doch nicht. Ich dachte schon, es kommt genau der gleiche Fall wie vorhin, was ich euch halt schon geschildert habe, wie in der Aufnahme, die ich halt jetzt nicht hochgeladen habe. Boah, huiuiui. Aber jetzt habe ich schon mal ein paar Inseln erobert. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist der Hammer eigentlich. Wir haben 3 Inseln, die gerade noch für uns alleine sind. Zack, schon wieder hier leben. Toll. Einfach nur toll ist das. So, dann kaufen wir mal eben ein paar tolle Sachen.
Alles toll hier. Tolle Produkte. Tolle. Tolle Eisenrüstung. Kettenhelm Level 3, Schutz 3, Haltbarkeit 1. Boah, das ist ja hier toll. Muss man schon mal sagen. Zack und zack. Das können wir hier liegen lassen. Sterben dürfen wir ja eh nicht mehr. Budumtsch. Na geil, ey. Oh Gott, ob wir das schaffen? Mal schauen. Aber ich bin immer bei sowas offen für alles. Andere würden vielleicht schon an meiner Stelle leften, weil die sich sagen, ach, ich kann hier eh nicht gewinnen. Aber nein, Leute, das ist der falsche Ansatz. Immer dranbleiben. Und wenn es nicht weitergeht, geht in den Gomme-Mode. So, okay. Ich kaufe mir nochmal einen Trank. So. Den habe ich schon mal sicher. Dann nehme ich das nochmal mit. Und dann gehe ich nochmal auf die anderen Inseln und hole mir da nochmal ein paar Sachen. So, wir haben gerade eigentlich zwei Teams ausgelöscht, einfach mal. Ho, gar nicht übel. Das war gar nicht übel. Und hier liegen schon wieder schön viele Items. Genau das wollte ich ja machen. Oder haben. So. Wir können darüber nämlich dann doch noch die Challenge schaffen. Mit den 30 Spawn Eggs. Da haben wir schon 10 Stück. Hauptsache, wir werden von Kai mit dem Bogen runtergeschossen an so einer Stelle wie hier. Wenn ich jetzt runtergeschossen wäre, das wäre schon schade. Das wäre mega schade. So. Wir brauchen schnell neue Eier hier. Neue Eier und zack und zack und zack. Und auch nochmal neue Tränke, oder? So. Das sollte passen. Dann davon noch ein. Dann nochmal hiervon ein. Jo, läuft. So, und dann gehen wir wieder rüber auf die Nachbarinsel. Oder wir greifen nach vorne an. Aber der hat schon einen Bogen und ein Eisenschwert. Nee. Solange der da gerade noch am Kaufen ist, gehe ich mal lieber wieder hier rüber. Auf die Seite, wo hoffentlich noch keiner einen Bogen und ein Eisenschwert hat. Obwohl ich beides eigentlich auch gebrauchen könnte. Muss ich ja mal sagen. Okay, der hat da irgendwie eine Truhe. Der hat seine Truhe auf den Weg von sich gestellt. Also da vorne. Ah ne. Schaut, da gibt es gerade schon Action. In der Mitte. Wer gewinnt das wohl? Meine Erkältung geht auch schon wieder weg. Das heißt, die dürfte morgen oder übermorgen schon komplett wieder weg sein, denke ich mal. Mir geht's schon tausendmal besser. So, da haben wir schon mal 19 Spawn-Eier. Uiuiui. Aber der von Team Rot, der könnte einem gefährlich werden. Der könnte echt gefährlich werden. Gerade auch, weil er in der Mitte immer wartet. Der lebt auch noch, ne? Und der hat auch einen Bogen. Ne, der hat keinen Bogen, glaube ich. Was macht er? Er läuft da einfach rüber, oder wie? Oh ja, das ist gut. Dann stellen wir darüber, über die Nachbarinsel mal die Verbindung her. Zur Mitte. Oh, weia. Ob wir das hier alles noch heute schaffen? Ich bin so gespannt. Bett von Team Black wurde zerstört. Ich glaube, die Schafe werde ich alle im Finale zünden. Die schicke ich dann alle auf einen Gegner. So, der läuft ja gerade rüber. Der hat seine Base hier ganz alleine gelassen. So. Und wir können eigentlich die Challenge bei Milchbubi auch noch hier mit einbinden, von der ich euch vorhin berichtet habe, indem ich einfach das Schaf da drin mal alleine lasse. Vielleicht noch ein zweites. So. Jetzt darf nur der Typ nicht wiederkommen. Wenn er sterben sollte, dann aber da. In seiner Kammer da, die ich ihm gerade gebaut habe. So, das ist schon mal erledigt. So, er läuft weg. Unser Schaf folgt ihm. Bitte Schaf. Bitte, tu es. Spreng ihn in die Luft. Mein Schaf, er sprengt ihn hoffentlich. Sprengt es ihn? Schaf, es rennt. Ja, jawohl. Oh, okay, aber der ist auch gleich raus. Die werden sich ja hoffentlich jetzt mal selber erledigen, gegenseitig. Toll. Das ist so eine merkwürdige Runde heute auch schon wieder.
Mann, 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 aber es macht Spaß. Eine merkwürdig spaßige Runde. So, schnell neue Schafe kaufen. Ich müsste eigentlich mal wieder zurückrennen. So, wo ist eigentlich der Rote hin? Wo ist der Rote hin? Da wollen wir mal in die Mitte. Wollen wir mal in die Mitte? Wollen wir das? Ah, ich gehe einfach mal in die Mitte. YOLO. Ah, hier haben wir schon mal Gold. Perfekt, perfekt, perfekt. 4 Gold, 5 Gold, das reicht für ein Schwert. Ah, das ist der Rote. Ah, jetzt kümmere ich mich mal um den. LOL, ist der da gerade geflogen? Den hole ich mir jetzt. Schnell, 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 schnell. Und... den baue ich ein, den baue ich ein, mit dem baue ich ein. Zack, 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 zack. Willkommen. Und du warst eben gerade noch eine richtig dicke Gefahr für mich. Tja, warst. Aber echt, ich finde es eh noch besonders cool, dass eben gerade, wo ich noch das Schaf in dem anderen Wohnmobil gelegt habe und die Blöcke damit weggesprengt habe und dann das Bett mit der Hand abgebaut habe, dass ich damit die Challenge vom Milchbubi mit eingebaut habe. Das freut mich irgendwie. Irgendwie ist das so eine, ja, so eine richtig vielfältige Runde hier heute. So, und jetzt muss ich nur noch meine eigene Challenge schaffen. Und das alles auch ohne ein Leben irgendwie zu kosten. Also wir sind ja nicht einmal gestorben die ganze Zeit über. So, jetzt haben wir noch hier genug Gold für den Bogen, für den heftigsten auch noch. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier noch ein Eisenschwert. Wir haben einfach alles gerade mal. 25 Schafe haben wir. So, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mich nochmal beobachten. Okay, Team Blau, da lebt keiner mehr. Es lebt nur noch der eine ohne... ah ja, da vorne. Die beiden haben sich mal wieder verbündet. Klasse seid ihr, klasse. Nehmt das, nehmt meine Pfeile. Und der Goldene, aber wo ist der Goldene hin? Ach, war das nicht der Typ, der eben in der Mitte lauerte? Ich weiß, glaube ich, wenig. Also für wen die Schafe sind. Ich habe ja gesagt, für das Finale spare ich mir die Schafe auf, aber nein. Die Verbündeten da vorne, die können gerne mal zu spüren bekommen, was so Schafe ausmachen können. So, wo sind denn die gerade? Da sind die, okay. Okay. Uns fehlen noch 5 Schafe, um die Challenge Hirte zu schaffen. Ich kaufe mal eben mir so einen Trank. Und dann noch die letzten 5 Schafe, die ich brauche. 1, 2, 3, 4, 5. Erster Teil der Challenge ist somit abgeschlossen. So, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig, würde ich mal meinen. Ich hoffe mal, die haben keinen Bogen. Nein, haben sie nicht. Sie haben nur eine Angel. Ich vertreibe den mal so ein wenig. So, damit die auch nicht meinen, sie müssen... LOL. Die schlagen sich schon gegenseitig runter. Vielleicht wollen die mich aber auch nur täuschen, wer weiß. Oh, hier hat unser Schaf aber ganz schön dick Arbeit geleistet, also was wir vorhin darüber geschickt haben. Okay, jetzt wird's richtig spannend nochmal. So. So. Ja. Ich wollte eigentlich nur eines machen. Mir eine Treppe für die Schafe nach da oben bauen. Das ist schon mal gut. So, Schafe. Ich glaube mal, ihr habt lange genug drauf gewartet. Auf diesen Moment.
bitte, jetzt, Schafe, tut, was ihr die ganze Zeit schon machen wolltet. Moment, ich muss noch die Brücke ein bisschen stärker bauen. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's hoffentlich ab. So, ab aufs Wohnmobil. Jetzt kommt die scharfe Power. Jetzt kommt die scharfe Power. Oh, weg hier. Ich muss hier schnell weg. Oh, weia. Hier gibt's kein Zurück. Es gibt hier kein Zurück, mein Lieber. Die ganzen Schafe, ich bin der Hirte, würde ich mal meinen. Zack, runter mit dir. Jetzt gehen hier alle Schafe in die Luft. Toll. Jetzt gehe ich hier mal eben rüber. Trinke noch mal eben schnell den Trank. Aua. Ja, kommt her. Der ist raus. Da habe ich sein Bett ja schon vorhin abgebaut. Und er ist auch anscheinend raus. Team Pink wurde auch vernichtet. Haben vielleicht doch die Schafe irgendwie das Bett gesprengt? Ich weiß es nicht. Aber es war so eine lustige Runde. Oder zwei lustige Runden. So krass. Also wirklich seit langem mal wieder meine krassesten Runden. Richtig cool. Richtig krass. Also ich glaube, ich spiele jetzt einfach gleich noch Just for Fun ein wenig weiter. Also Leute, ja, wenn euch die Runden gefallen haben, dann wäre natürlich ein Daumen hoch klasse. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und tschö mit Ö.